Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem sehr wichtigen Informationsvideo. Es ist ein sehr wichtiges für mich, aber auch für euch, also zumindest für die mich abonniert haben. Denn es geht um eine Sache, die ich schon vor Monaten für mich beschlossen hatte. Ich habe lange überlegt, ob ich das schon sehr früh ankündige oder ein bisschen damit warte. Habe ich erstmal für Letzteres entschieden. Jetzt ist aber noch vieles dazugekommen, wo ich jetzt meine Entscheidung doch nochmal verändert habe und die ganze Ankündigung ein bisschen vorgezogen habe und jetzt quasi dieses Video mache. Ich hatte schon Ende letzten Jahres etwas über Twitter und auch in einem Video angekündigt, dass es eine sehr, sehr starke Veränderung auf meinem Kanal gibt. Ich muss zugeben, das ist keine besonders treffende Formulierung gewesen. Es hat viel für Verwirrung gesorgt. Es ist nämlich eigentlich einfach. Ich weiß gar nicht, warum ich es damals geschrieben habe. Es tut mir auf jeden Fall hier in diesbezüglich leid. Es sieht nämlich folgendermaßen aus. Ich werde jetzt mit YouTube aufhören. Für mich wird YouTube jetzt dann in kommender Zeit irgendwann mal zu Ende gehen. Nach fast 5 Jahren, also über 4 Jahre sind es auf jeden Fall, 4,5 oder so, will ich mit YouTube aufhören. Das bedarf natürlich einer Erklärung, ist ganz klar. Der Hauptgrund und der wichtigste Grund, warum ich das mache, ist ein sehr erfreulicher, keine Überraschung. Es werden wahrscheinlich einige, also von euch sicherlich schon geahnt hatten oder so, dass das irgendwann mal passieren wird, denn meine Frau ist schwanger, wir bekommen Nachwuchs in kommenden Monaten und ja, ist eine sehr erfreuliche Sache, ist ein Wunschkind, wir freuen uns und sind überglücklich und weil es, ich hatte für mich immer schon irgendwie den Entschluss gefasst, sobald der Zeitpunkt kommt, dass ich die Information erhalte, hey, du bist Vater, werde ich mit YouTube eben aufhören oder zurücktreten oder so ein bisschen halt weniger machen, weil einfach die Zeit wird sicherlich nicht so da sein. Ich nehme ja auch die ganze Sache sehr ernst. Ich möchte da die ganzen Lebensjahre sicherlich nicht irgendwie verpassen, weil ich zu viel mit YouTube beschäftigt bin. Natürlich gibt es auch Mütter und Väter, die auf YouTube Videos machen, die es auch irgendwie hinkriegen. Das weiß ich, aber weil ich eben noch nicht weiß, wie es bei uns sein wird. Jedes Kind und jede Familie ist anders. Möchte ich darauf nichts kommen lassen und das nichts riskieren. Deswegen war mir immer klar, es gibt so viele Hobbys, die ich habe, die ich auch sehr, sehr gerne mache und die einfach irgendwie ein Teil meines Lebens geworden sind, wie zum Beispiel Videospiele spielen oder irgendwie Film gucken oder Fußball gucken oder Fußball spielen. Und da ist YouTube in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark gewachsen, aber es war immer Hobby, es war nie mehr, obwohl es zwischenzeitlich doch mehr für mich war, aber irgendwann mal wurde mir bewusst, dass YouTube dann doch nur ein Hobby bleiben sollte und das ist auch gesund so und dass Real Life immer vorgeht und von all meinen Hobbys muss ich Prioritäten setzen, deswegen habe ich gesagt, da ist YouTube mir dann doch nicht so wichtig, denn YouTube ist nicht nur viel Freude, sondern auch viel Ärger und viel Zeit, die gefressen wird. Deswegen war YouTube oder der Entschluss, YouTube quasi somit zu verlassen, auf jeden Fall sehr wichtig. Und auch richtig, meiner Ansicht nach. Ja, also sicherlich nicht unbedingt überraschend für viele. Ihr wisst ja, ich habe letztes Jahr geheiratet und für meine Freunde und Familie und so war es absolut keine Überraschung. Für mich auch nicht. Also, dass ich eine Familie plane, habe ich ja schon oft erwähnt. Also ist das nicht unbedingt eine große Überraschung, denke ich mal. Die weitere Sache, die aber noch dazu kommt, warum ich auch jetzt mit YouTube auch nicht unbedingt mit einem weinenden Auge verlasse, ist die Tatsache, dass ich in den letzten Wochen und Monaten mich doch sehr stark mit YouTube auseinandergesetzt habe. Nicht unbedingt jetzt in Form von Videos machen, sondern einfach mal geguckt, was es da überhaupt zu bieten hat, was es da gibt, wie viele Kanäle es gibt und was man da alles machen kann. Ganz besonders ein Video hat mich mit dem Entschluss aufzuhören verstärkt.
Und zwar ist das das Rocket Beans Video Almost Daily zu YouTube. Da hat Simon Eddy, David Hein, der ehemalige Giga-Typ und Jochen Dominikus über YouTube gesprochen und etwas ausgesprochen, was ich eigentlich schon immer wusste, was mir aber da nochmal bestätigt worden ist und was mich komplett nochmal im Kopf herumgeschwirrt ist. Und zwar, dass die Plattform YouTube überwiegend, die Plattform YouTube nimmt Überhand mit Content für jüngere Zuschauer, 12, 13, 14, 15 Jahre. Und das ist irgendwie eine Richtung, die ich ehrlich gesagt erschreckend finde. Ich habe natürlich kein Problem damit, Zuschauer zu haben, die jünger sind, absolut nicht. Allerdings möchte ich mich nicht so verbiegen lassen, dass ich einen Content mache für diese angebliche Zielgruppe, die massenweise halt YouTube-Videos guckt und teilt und kommentiert und aktiv ist, weil ich mich damit überhaupt nicht identifizieren kann, weil ich das teilweise sehr scheinheilig und irgendwann mal total wässrig und langweilig finde, was teilweise da oben in den großen Positionen da passiert und produziert wird. Und da ich eigentlich, ich war immer zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich habe 4600 Abonnenten, ich habe eine sehr positive Resonanz und ein gutes Feedback. Die meisten mögen mich und die meisten, also zumindest meine Abonnenten. Und ich habe mir immer gesagt, ich mache YouTube nicht für mich. Ich mache auch nicht YouTube, um neue Abonnenten dazu zu gewinnen. Das war früher so. Sondern ich mache halt Videos für die Leute, die mich abonniert haben. Das ist halt meine Einstellung. Ich finde das eigentlich ist fair euch gegenüber. Aber wenn du dann halt irgendwie nach all den Jahren, wo ich jetzt schon dabei bin, wie gesagt, es sind schon fast 5, bei 4600 Abonnenten bist und du merkst, dass eigentlich nur eine einzige Videoart ankommt, sind die Comedy-Videos oder aber totale Langeweile, aber nicht so stark wie die Comedy-Videos, dann überlegst du dir halt nochmal öfter nach, warum machst du das eigentlich, für wen machst du das eigentlich, machst du das nur, um die Leute irgendwie zum Lachen zu bringen? Ist es das, was du immer machen willst, die überlegen, welche Gags du verwendest, wie viele obere YouTube-Spastis da oben? Nur damit du halt mehr Abonnenten bekommst und erfolgreicher bist, denn irgendwann mal nach Jahren möchtest du ja auch immer nach vorne kommen und irgendwann weiter vorankommen. Aber eine Zahl wie 4600 Abonnenten ist viel. Aber wenn man das auf die Zeit rechnet, wie lange ich schon dabei bin, wenn man auch bedenkt, ich habe bei meinem 4000 Abonnenten-Special, ist mir das aufgefallen, dass ich pro Jahr auf YouTube 1000 Abonnenten bekommen habe. Das ist, ich weiß nicht, das hat man mir immer schon gesagt. Das ist das, was bei dir funktioniert, sind die Comedy-Videos, mach doch das. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte halt irgendwie anderen Kram machen. Mit dem ich sehr zufrieden bin und auch mit dem einige sehr zufrieden sind, aber irgendwie hat sich da, ich weiß, dass das jetzt alles nicht unbedingt verständlich ist und vielleicht auch widersprüchlich, ich kann es nicht genau erklären, aber irgendwie vergeht mir immer die Lust, wenn ich anderen, wenn ich Kommentare lese, nicht unter meinen, aber so andere Kommentare, wie das Benehmen anhand allgemein auf YouTube abgeht. Ich finde es sehr traurig, wie YouTuber sich benehmen oder wie YouTuber anfangen, eben diesen Content zu produzieren, den ich total kacke finde, mit Jump Cuts und keiner kann mehr irgendwie einen vernünftigen Satz aussprechen. Ich meine, ich kann es auch nicht, aber ich mache keinen Jump Cut rein. Mit fürchterlichen Gags, die einfach eingeführt werden, damit das Ganze noch ein bisschen lockerer darüber kommt. Nur so kannst du eben diese Zielgruppe erreichen und erfolgreich werden. Das ist auch irgendwie Bullshit. Zudem kommt auch noch hinzu, dass YouTube für mich jetzt mittlerweile auch jetzt natürlich eine Anlaufstelle geworden ist für viele professionelle Leute, für Redaktionen, für bei uns in der Games-Szene, so wo ich jetzt auch angesiedelt bin, hast du einfach ein Problem, wenn da eine GameStar, wenn da eine GamePro, wenn da, ein Rocket Beans und ein High Five oder ein Giga kommt, die einfach das Equipment, das Know-how und alles drum und dran haben und die Leute natürlich die lieber sehen und deren Review lieber sehen, als jetzt von dir irgendwie eine Review zu Assassin's Creed 4, weil die sowieso der Meinung sind, du hast eh keine Ahnung, du bist irgendwo nur ein Hans Wurst, der irgendwie zu Hause auf seinem Sofa hockt und das Spiel gespielt hat. Was interessiert mich deine Meinung? Ich
die melden sich dann meistens nur dann, wenn es was zu meckern gibt oder wenn es dann was zu verbessern gibt. Das ist irgendwie ein Teufelskreis. Du kommst da natürlich als Amateur-Typ nicht heran, was einige halt schätzen, aber ich habe auch mal ein bisschen geguckt. Selbst die kleineren YouTuber versuchen mittlerweile ja auch irgendwie an diesen hohen Standard ranzukommen. Und es gibt wenig diese alten Idee hinter YouTube, diese alte Philosophie, authentische, persönliche Videos aus dem Wohnzimmer zu zeigen. Und das ist das, was ich sehen wollte. Auch jetzt, wenn jetzt jemand eine geile Kamera hat oder so, ist nicht so schlimm. Aber zumindest der Content, der Inhalt und besonders auch irgendwie die Absicht dahinter finde ich immer sehr, sehr, sehr wichtig. Und das habe ich in letzter Zeit so richtig vermisst und bin dann nicht mehr irgendwie einverstanden mit. Deswegen habe ich auch hier dann doch irgendwie gesagt, das muss nicht unbedingt sein, dass ich doch noch weiterhin da dran bleibe. Ihr müsst es nicht verstehen, ich weiß, aber es ist halt irgendwie so aus meinen Gefühlen heraus. Jetzt gibt es natürlich einige Fragen, die noch weiterhin bestehen. Erstens, wann höre ich auf? Ich habe mir noch zwei Sachen vorgenommen. Ein Talk, den ich mit dem Rako schon aufgenommen habe, zu Tales of Symphonia, das GameCube japanische Rollenspiel. Das hatten wir einfach mal so lustigerweise aufgenommen. Und das will ich auf jeden Fall nochmal hochladen für alle Tales of Symphonia-Fans. Und noch ein allerletztes Video, wann das sein wird, weiß ich noch nicht, vielleicht so im, weiß nicht, April oder sowas. Und zwar mit eurer Beteiligung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Fragen schickt, egal ob über Kommentare oder weiß nicht was. Allerdings nicht irgendwie zu irgendwelchen Spielen oder zu YouTube allgemein, sondern irgendwas zu Yetivin, also meiner Karikatur, also Karikatur kann man nicht sagen, aber meiner Internetpersönlichkeit und YouTube und Videos machen und sowas. Das würde mich freuen. Das stelle ich mir sehr interessant vor, so für mich. Zum Beispiel so Fragen, was war dein Video, auf was du extrem stolz warst? Oder was war das Video, wo du die meiste Arbeit reingesteckt hast? Oder sowas in der Art. Irgendwas, was mit Produzieren, mit YouTube oder mit allgemein so meinem Werdegang zu tun hat. Es sind ja einige von euch dabei, die schon lange Zeit dabei sind. Das würde ich gerne nochmal machen, so ein kleines Frage-Antwort-Spiel zum Abschluss, zum Abschied, wenn man so will. Dann noch eine Sache, wie sieht das aus? Werde ich irgendwann mal zurückkommen? Gibt es die Möglichkeit, dass ich wiederkomme? Ja, die gibt es. Also bei mir ist das nicht so, dass ich jetzt sage, ich werde nie wieder YouTube machen, nie wieder irgendwie auftreten. Generell muss man halt schon sagen, ich werde vielleicht hin und wieder mal bei irgendeinem Video zu Gast sein oder bei einem Podcast oder so, wenn ich die Zeit finde. Das liegt natürlich an die Leute, die mich dann einladen. Da werdet ihr mich vielleicht noch mal hin und wieder mal sehen, aber so jetzt aus eigener Produktion her nicht mehr. Aber wie gesagt, ich kann ja sein, dass ich nach einem Jahr, wenn sich alles gut eingegliedert hat und ich habe Zeit und Bock, dass ich wiederkomme und wieder Videos mache oder nach 2 Jahren oder vielleicht aber auch gar nicht. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht irgendwie abschätzen, es steht in den Sternen und das werden wir dann halt sehen müssen. Das kann ich euch leider jetzt nicht versprechen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich nicht vorhabe, jetzt komplett für immer die Reißleine zu ziehen. Kommt drauf an, wie es dann wird. Könnt ihr mich weiterhin kontaktieren? Ja, also ich werde immer noch auf Twitter und auf Facebook vertreten sein. Meine Fanpages, die bleiben. Dort könnt ihr mich immer anschreiben, Fragen stellen oder irgendwie was von mir wissen wollen. Ich werde versuchen, da auch drauf auch zu antworten. Werde doch hin und wieder mal Posts schreiben oder so. Das ist ja kein Aufwand. Also könnt ihr mich da auch verfolgen, falls ihr noch Bock drauf habt. Jetzt auch natürlich die Sache, es gibt ja, wie gesagt, also ihr habt auf jeden Fall meinen Segen. Wenn ihr sagt, ich möchte ehrlich gesagt nicht von jemandem Abonnent sein, der keine Videos macht, ich deabonniere, das habe ich, finde ich vollkommen in Ordnung, ich habe da vollstes Verständnis und von mir könnt ihr das wirklich machen, da bin ich ehrlich gesagt auch nicht böse für. Ich persönlich würde das vielleicht auch sogar machen, weiß ich nicht so genau. Könnt natürlich auch dranbleiben, mein Kanal bleibt bestehen, meine Videos bleiben bestehen, alles so wie gehabt, nur wie gesagt, braucht nicht unbedingt hoffen, dass da immer viel Neues kommt. Und noch eine Kleinigkeit zu guter Letzt, meine Amazon-Partner-Link-Geschichte. Ihr wisst ja, viele YouTuber haben das. Ich habe einen Partner-Link-Status, wie soll man das nennen, unter jedem meiner Videos, auch auf meinem Kanal, findet ihr einen Link zu Amazon, der mit meinem Partner-Account verknüpft ist. Wenn ihr da was kauft, kriege ich ja 5% Erlös. Das war damals so eine
von mir eine Idee, ihr könnt mich quasi unterstützen, da kann ich mir von den Sachen Equipment kaufen oder Spiele kaufen, die ich vorstelle. Allerdings ist das jetzt natürlich irgendwie Pustekuchen. Ich lasse den Account aber, ich weiß nicht, da kommt ja immer wieder was drauf, ist nicht viel, aber es ist immer wieder was. Ihr sollt nur Bescheid wissen, dass ich das Geld nicht für Spiele oder Equipment verwenden werde. Also nicht, dass ihr dann erwartet, dass ich jetzt hier irgendwie mir eine neue Kamera kaufe, sondern, ich sag's mal so, ich werde das Geld halt für Babysachen verwenden, also für Windeln und so. Amazon hat da ja auch eine große Auswahl oder irgendwie sowas. Damit ihr Bescheid wisst. Ich weiß, vielleicht klingt das ein bisschen assi, aber ich habe auch keinen Bock, dann nachträglich nochmal so einen Account zu machen. Ich lasse den jetzt einfach so, wie er ist. Aber falls ihr euch dann irgendwie fragt, was macht er mit der Kohle, ich werde damit jetzt nicht irgendwie reich und ich werde jetzt auch damit nicht mich mit Spiele eindecken. Das geht gar nicht. Ich mache keine Videos, das Recht habe ich nicht. Aber wenn das Geld da sein sollte, dann werde ich das für mein ungeborenes Kind verwenden. Ja. Das war's jetzt zu dem Thema. Wie gesagt, es wird noch ein, zwei Sachen, werdet ihr noch von mir sehen. Das werde ich euch noch versprechen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir diese Fragen stellen. Dann mache ich da noch so ein schönes Abschiedsvideo von mir. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die schönste und feierlichste Art, Tschüss zu sagen. Ich will jetzt hier an dieser Stelle noch keine großartige Verabschiedung machen. Das spare ich mir auf für das Abschiedsvideo dann. Aber damit das mal raus ist, ich kann auch nicht lange Zeit einfach jetzt so still bleiben. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch was, noch ein schönes Wochenende und haut rein.